Eins, go! Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Heute nicht mit dem Monster-Konvoi, aber immerhin mit einem Mega-Konvoi. Wir haben zahlreiche Zuschauer eingeladen und ich fahre jetzt erstmal den Konvoi ab, damit ihr seht, wie groß der ist. Vorne seht ihr meinen Truck, wir sind alle einheitlich lackiert, die VIPs, aber wir sind natürlich keine VIPs, nein, nein, nein. Ich fahre jetzt hier mal schnell durch. Wir haben hier natürlich den Darcy, hallo Darcy. Jo, hallo zusammen. Den Realokutus haben wir hier. Na, guten Abend. Wie immer dabei Rock Talks. Servus. Dr. X habe ich erst hier. Ja, moin miteinander und Hallihallo. Trinity. Hallo. Und ja, jetzt kommen hier schon die Gäste und zwar einmal hier Defense 87, die sind jetzt Heini, gemutet. fehlt auch noch. Was? Ja, Mo, ich bin doch noch nicht durch, Heini, du bist hinten. Ach so, Entschuldigung. Also, der Heini ist nicht der Schweizer, sondern der Heini ist der Ostfriese, aber die sind anscheinend genauso langsam. Also, Defense 87, die sind jetzt gemutet, die können nicht alle reden, wie sie wollen, weil sonst haben wir ein Problem. Dann habe ich hier Lordi, dann habe ich hier, den kenne ich überhaupt nicht. Jack, Panier, keine Ahnung, Paniercreme. Dann habe ich hier Cyberstorm, den kenne ich. Dann haben wir hier den Heini, der sich falsch eingeordnet hat. Moin. Ah, jetzt, ja. Leberwurst haben wir hier. Dann haben wir Corny simuliert. Wir haben hier Janis FFM als Zuschauergast. Dann Raffel 98 haben wir hier. Wir haben hier Manikus. Wir haben hier Ebrium. Dann haben wir hier Relord Term. Den kenne ich auch. Der taucht irgendwie ständig auf bei uns. Dyke NE. Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich Niederlande. Rausgeflogen. Dann Chris 0696. Dann haben wir hier Run to Fire als weiteren Gast. Und dann haben wir hier Funky. Und ja, wo sind denn die anderen? Guten. Hier fliegt jemand, ja, bin auch da, hallo. Wo seid ihr denn? Am Ende, hinterm Schild von Ja, der dann, ja, ihr Ausfahrt. könntet mal aufschließen. Ach, geht da vorne schon los? Ja. Oh, hier steht alles. Ihr steht noch ganz am Anfang von der Autobahn. Nee, Ja, der ist genau. hinten. Ich Ja, sehe ganz der hintere Ende von der Autobahn. da, Also wo ihr kommt jemand noch, sich ja? quergestellt hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo ihr seid. Keine Ahnung. Ja, Hängt die so ein Trailer wir über den sind. Zaun. Harald, die siehst du nicht, aber da haben schon zwei vom Konvoi einen Unfall. Wie kann das denn sein? Sind die schon gefahren? Nee, die Tja. einer hängt auf dem Zaun und der nächste neben dran. Ja, die standen einfach nur und auf einmal hat der eine angefangen zu wackeln und war auf einmal in der Luft. Also der ist nicht gefahren. War wohl Also einfach folgendes, ich gewackelt. muss erstmal schöne Grüße von der Mone ausrichten, die kann leider nicht teilnehmen, bei uns ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen, das ist kein Witz. Mein Sohn hat die Kinderkrankheit, die nennt sich irgendwie Mund-Hand-Fußkrankheit und da tut dann alles weh. Ich bin auch heiser, ich weiß nicht, man hört es, glaube ich. Ja, Ich armer spiele unter Harald. Schmerztabletten, meine Frau kann gar nicht spielen, weil sie nicht mal laufen kann. Und der Sachsen-Let's Player musste kurzfristig absagen. Genau, auch Grüße noch an der Stelle. Und ja, wo ist denn jetzt der Gooden? Ich weiß nicht, wo ihr Ich seid. stehe ganz Jetzt. hinten als Schlusslicht. Darf Ja, ich der kurz? Guten hat verpennt. Dann Ja, habe ich aber. vielleicht, kann ich vielleicht nicht alle sehen oder so, weil ich Nein, unten genau. bin. Du bist zu weit vorne. Du bist Ah. außerhalb der 600 Meter. Konvoi ist zu lang. Dann kann ich Ja. leider die anderen nicht begrüßen jetzt, aber es soll ja jeder das Wort bekommen. So, wir fahren nach Mailand. Erstmal, wir versuchen es zumindest. Und ich würde sagen, der Konvoi startet jetzt erstmal. Jo. Ganz kurze Bitte noch an den TN Mania Chris oder wie er heißt. Bitte die Rundumleuchte ausmachen. Ja, generell alle bitte Irgendeiner hat rund. da noch eine Rundumleuchte an. Ja, alle Rundumleuchten aus, bitte. Da schaue Linke ich aus, gerade nicht selber unten. nochmal, Sehr bevor ich schön. irgendjemand zusammenscheiße. So, meine ist aus. Ihr Meine Pisser, auch. macht die scheiß Rundumleuchten aus! Ja, ich Ich kann bin überhaupt doch an die keine! Denken hier, genauso wie ans Tanken. Ich vergesse sowas auch nie. Nein, Okay, gar also, nicht. wir starten jetzt mal durch und ich muss. Da wird auch schon gehupt. Ich muss jetzt auch mal losfahren, sonst. Der wird noch gekickt. Wenn nicht herumhupen. So. Ja, also erstmal alle nochmal herzlich willkommen, alle Zuschauer, die es dann doch geschafft haben. Ein paar Leute haben es ja dann doch nicht geschafft. Trotzdem, wir haben über 30 Fahrzeuge hier. Und ich hoffe, dass das ein bisschen besser läuft als der Monster-Konvoi. Ich sage auch an der Stelle gleich nochmal, weil ich jeden Tag Kommentare kriege, ich will mal mitfahren. Leute, verfolgt einfach meinen Kanal. Da werde ich dann immer wieder Bescheid geben, wenn ihr euch bewerben könnt. Ja, das ist völlig easy. Und jetzt habe ich gerade auch fast. Ich habe jetzt einen Mitleidsanfall. Ich.
glaube, wir halten mal an der Tankstelle, oder? Nee, das geht gar nicht. Ich kann ja nicht alle 30 LKWs da anhalten, ne? Nee, das geht nicht. Ach, ihr seid ja vorhin schon los. Also wer tanken muss, der soll sich einfach dort auf die Tankstelle draufstellen, schnell tanken und dann sehen, dass er einen Anschluss findet. Genau. Ganz genau. Doch. Wir wollen mal anders. Da die Gäste, die Zuschauer heute die Hauptpersonen sind, werde ich jetzt der Reihe nach mal aufrufen und unser Talk-Master wird die dann quasi freischalten, weil unmöglich, wir konnten nicht alle freischalten, das sind über 20 Leute. Und macht mir doch erstmal den Defense 87 frei und der kann sich kurz vorstellen, wenn er möchte. Ich glaube, mich hört man jetzt und ich habe gerade vorhin im Let's Play selber für mich noch gesagt, ich hoffe, dass ich nie drankomme. Und dass ich jetzt Erster bin, das ist jetzt ein ziemliches Problem, also dann wünsche ich euch mal Hallo zum Konvoi hier. Vielleicht kennt man mich, ich schreibe bei Harald ziemlich häufig Kommentare, bin auch selber ein Omsi-Fan und Let's Player auch. Und du bist der Alex. Alex, genau. Der liegt doch noch vor. Und ja, dann... Okay. Es geht erstmal nur um eine kurze Vorstellungsrunde. Ihr kommt dann schon nochmal dran. Ich habe mir dann überlegt, dass jeder eine Frage stellen kann. Auch gerne an mich oder an anderen Kollegen oder sowas. Oder ihr habt freie Wahl. Ihr müsst natürlich keine Frage stellen, wenn ihr was anderes noch zu sagen habt. Aber jetzt erstmal die Vorstellungsrunde. Als nächsten bitte den Cyberstorm. Ja, hallo. Ich bin der Cyberstorm. Die müssen wir ja schon kennen. Ich war ja schon im Konvoi gewesen vom Harald. Wo ich ja diesen Unfall hatte, war ich nicht dran schuld. Ja, ich bin 17 Jahre alt. Und heißt Alexander. Genau. Ihr wisst alle eure Nicks, aber nicht eure Vornamen, ne? Nee. Das ist die Internetgeneration. So sieht's nämlich aus. Ach was. Okay, schmeißen wir raus. Wir kommen zu Chris 0696. Schleppt. Hallo? Den finde ich nicht. Dann heißt er nur Chris. Ja, ich bin der Chris. Danke, Harald, dass ich dabei sein darf und ich freue mich übelst gerade. Ich komme gerade schon gerade nicht mehr klar. Sehr gut. Ein guter Grund, dich gleich wieder rauszuschmeißen. Danke. Corny simuliert als nächstes. Den hatten wir schon mal als Superunfall beim Monster-Konvoi. Den habe ich damit reingeschnitten. Der irgendwie 200 Meter in die Luft geflogen ist. Ja, wenn ich da jetzt so weitermache, dann passiert es da auch noch. Hallo, Corny simuliert hier. Live aus Österreich. Genau. Ja, wir sind zu dritt. Ja. Und du heißt Christoph. Genau. So, der nächste bitte, das ist Croc. Vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwie. Croc 296. Ich bin der Daniel, aka Croc 296. Ich bin auch ein kleiner Let's Player und freue mich, dass ich hier mitfahren darf und dass ich auch mal was sagen darf. Und ja. Okay, der nächste bitte, Dyke Niederlande. Jetzt bin ich mal gespannt, was das wirklich heißt. Mal einen kurzen Hinweis. Wir kommen zu Wien rein. Vorsichtig. Abstand halten. Dyke, da kann reden. Schon freigeschaltet. Soll ich nochmal von vorne anfangen, oder? Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Ich habe jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass wir Taubstumme dabei haben, aber... Okay, ich bin Dyke in E, das heißt, in E heißt für Neuss. Bin 34 Jahre alt und zock ETS 2 schon länger. Veranständig und ordentlich. Und ja. Und du heißt Alex. Genau. Jeder zweite Zuschauer, der mitfährt, heißt hier Alex. Alex, ja. Vielleicht schafft es der Nächste, seinen Vornamen direkt selber zu sagen. Bitte Ebrium. Darf ich noch ganz schön was einwerfen? Papa Flick, kannst du bitte den Hessen Trucker mal informieren, dass er schon aufnehmen und mich aufhören, so mich anzustupsen, wäre ganz nett. Ja, hallo, ich hoffe, dass ihr mich jetzt hört. Ja. Ich bin der Ebrium, bin 45 Jahre alt, bin real heiße ich Andreas. Ja, was gibt's jetzt noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Bin halt Trucker aus Leidenschaft, auch real. Also ich habe es zumindest real getan oder gefahren. Warst du der 12 Jahre gefahren ist und es nicht mehr machen kann? Ja, genau. Alles klar. Gesundheitliche Gründe wahrscheinlich, ne? Gesundheitliche Gründe, genau. Ja. Alles klar. Der nächste wäre dann der... Moment, ich habe eine rote Ampel. Der nächste wäre Caserta Fabio.
Der hatte die ganze Zeit ein Tonproblem. Jetzt ist aber unser Talkmaster nicht im Channel, weil wahrscheinlich mit den Leuten oben redet. Das ist schlecht. Ah, ne, dann. Ja, da. Bist du, okay. Sorry. Am Kreisverkehr links? Ja, Richtung Linz. Ist der nächste? Fabio. So, hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, gut. Ja, ich bin der Fabio, 14 Jahre alt, komme aus der Schweiz und ja, freue mich, dass ich mit mir fahren darf und nur noch kurz mal hängen. Ich bin ganz weit hinten dran, weil ich zweimal gekickt wurde. Was hast du dir angestellt? Keine Ahnung, irgendwas mit der, da mit der Ping war zu hoch oder so. Also, okay. Du warst ja der Letzte, das passt ja irgendwie, ne? Das war ein Schweizer. Ja. Du findest deinen Sound wenigstens. Ja schon, aber irgendwie glaube ich, bin gerade der Einzige hier im Server. Keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht. Okay, ja, wie gesagt, dann schau, dass du wieder reinkommst. Ich muss leider den Nächsten schon wieder aufrufen. Moment. Fabio, ich muss, vor allen Dingen darf ich nicht, wenn ich auf die Liste schaue, darf ich keinen Unfall bauen. Ne? Das ist gar nicht mehr so einfach hier. Das wäre intelligent, ja. Krass, der Janis, Janis FFM, das ist wahrscheinlich Frankfurt. Ja genau, Frankfurt. Ich heiße Janis, auf YouTube Technical Reviews 3000, bin schon etwas so lange wie du auf YouTube und mache Reviews. Ach, du bist Technical Reviews, alles klar. Ja, genau. Ja. Kommentarschreiber. Alles klar, okay. Ja, wie gesagt, jetzt kommt gleich wieder der Nächste. Ich wollte nochmal sagen, ihr könnt dann nachher mal vielleicht Fragen stellen. Ich würde sagen, jeder kriegt noch mindestens einmal das Wort, wenn wir das zeitlich hinkriegen. Und dann könnt ihr Fragen stellen oder, keine Ahnung, ihr könnt eure Oma grüßen, das ist mir dann eigentlich egal. Oder Witze erzählen. Witze erzählen ist erlaubt, ja. Hinter mir ist ein ganz schön langes, großes Loch, von wo keine Trucks sind. Harald, fahr mal was ja, langsamer, bitte. Ja, wir hatten bitte. Leider eine Ampel. Okay, ja, kein Problem. Ihr müsst mir das sagen, dann fahre ich halt langsamer. Ich habe da kein Problem mit. Genau, no, wir standen auch gerade vom Ampel hier. Ich bin alt, ich kann auch langsam. Ja, ich bin auch, ja, Trinity ist ja so brav und hält an. Na, warte, dann mache ich einfach gefahren. Mal den Tempomat jetzt auf. Ich bin ein bisschen schnell gefahren. Ich mache mein Tempomat auf 40 oder so. Ui, Entschuldigung. Halt mal an, warten wir einfach nochmal zusammen. Ich rede jetzt mal gerade mal nicht so viel, weil Harald redet. Wann kommt du? Hier ist durch schlecht. Durch, von daher könnten wir. Ja. Aber da, wo Harald ist, ist schlecht. Der ist nämlich genau in der Ausfahrt. Ja, wir sind bis durch Wien auch schon durch. Ah, ich bin jetzt 40, das passt schon. Also, ja, vom Alter her, bin ich natürlich ja. Erst 18. Dann fährst du eigentlich 65, 67. Ja, als nächstes hätte ich gerne mal den Lordio. Ja, wir sind Gast. Ja, hallo in die Runde. Ich bin Jonas, bekannt unter Lordio LP vielleicht. Ja. Und du bist wie alt? Ich bin 16. Genau, wir haben nämlich junge Leute und etwas ältere Leute. Wir haben sogar Leute, die sind älter als ich. Der Wahnsinn. Das gibt's? Ja, das gibt's. Zum Beispiel der Darcy. Ja, das war wieder klar. Ja. Das ist die, erwartet, Darcy. Dass er mich so nennt. Das ist die Ungnade der frühen Geburt oder so ähnlich. Den Michel hätte ich gern. Den Havik, führ mir an Ampel. Michel! Ja, hallo, ich bin der Michel. Ich bin auch ein Let's Player, allerdings noch ein sehr kleiner. Also ich habe gerade mal 50 Abonnenten. Mein YouTube-Kanal heißt Michel Channel und ich bin 13 Jahre alt. Ja, aber ganz schön raffiniert, gleich mal den Kanal erwähnt. Du kleines Miststück, du! Ja. Also, das macht er schon professionell, muss man sagen. Ne? Aber gut, mein 50 Abonnenten, deine Familie steht hinter dir. Bist du Mino als LP? Nee. Na, ich bin fies, aber du wohnst nicht in Lönneberger, oder? Nein. Hey, was macht ihr denn? Das ist doch nicht böse gemeint. Ja, aber das wäre cool, das wäre richtig cool. Also ich da gibt's auch vor allem verstehen nur die Älteren wiederum den Gag. Also. Ja. Also der Michel würde ihn schon auch verstehen. Ja. Michel? Ja, ich verstehe. Okay, aber ich habe nur Angst gehabt, dass du jetzt geflohen bist, weil ich so gemein bin. Dabei ist doch Michel aus Lönneberg, also super. Ja. Oh, René, du bremst wieder. Ja, absoluter, okay, ey. Alles klar. Nein, war nicht so gemeint, ne, weißt du, ne? Jo. Alles klar, also denkt ihr vielleicht eine Frage aus oder so. Oder denkt ihr einen gemeinen Spruch aus, könnt ihr mir auch eins reindrücken, wenn ihr wollt. Moment, Nordrhein TV Play oder Ansgar oder wie auch immer. Ist der da? Der ist, glaube ich, nicht da. Bin ich nicht.
Okay, dann ist er nicht da. Habe ich vergessen. Alles klar? Scheiße, ey. Ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Ich muss mal gerade noch einen Schluck trinken, ey. Nach der Aufnahme kann ich überhaupt nichts mehr sprechen. Mache ich nie wieder ein Let's Play wahrscheinlich. Stimmbänder gestorben, tot, kaputt, zerrissen. Hustenbonbons dabei? Tipp von Gronk, er nimmt immer Vic Blau. Ich habe hier sogar ein Halsspray, Hals- und Rachenspray. Warte mal, das hau ich mir jetzt gerade rein. Jetzt müssen wir wegen Dr. X Produktplatzierungen oben reinschreiben. Dauerwerbesendung. Harald, aber falls der Stimmbänder hin sind, dann kannst du dich ja mit Facecam aufnehmen. Könnte der vielleicht mal fahren, nämlich. Das wäre auch mal was Neues. Das wäre eine Marktlücke vielleicht. Ja, da muss ich ja eine neue Sprache erstmal lernen. Das ist nicht so einfach, ey.